grüße euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Wir haben heute den 21.10. und ich habe ein Gespräch mit Gora Razadin. Wir wollen nochmal die aktuellen Ereignisse, die derzeit den Ukraine-Konflikt betreffen, nochmal uns genauer anschauen. Vielleicht gibt es auch Infos aus Russland, die wir vielleicht hier in Deutschland gar nicht bekommen. Und als zweites Thema haben wir gewählt, wir möchten uns mal das Thema Semir anschauen. Eine Welt, wo alle Archetypen und alle Kräfte harmonisch miteinander funktionieren können. Und wie das geht, erfährst du in diesem Video. Lieber Gora, herzlich willkommen in der Sendung. Ich grüße dich. Ich begrüße dich, Patrick, und ich grüße alle Zuschauer und Zuhörer. Herzlich willkommen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Gora, du bist ja immer sehr nah dran am Zeitgeschehen und würde dich gerne nochmal um eine aktuelle Einschätzung der Lage, wie du sie siehst, bitten, damit wir so einen groben Überblick bekommen. Wie siehst du denn die aktuellen Ereignisse und was sind die Ereignisse, die du in naher Zukunft möglicherweise siehst? Auf was dürfen wir uns denn hier gefasst machen? Also generell haben wir jetzt in den letzten Monaten eine Eskalation beobachtet, ja, nicht arithmetisch, sondern schon in Wellen, in Sprüngen. Aber letzten Endes strategische Linie war Verstärkung der Gegnerschaft auf beiden Seiten. Mit den Seiten meine ich jetzt nicht Russland und Ukraine, sondern NATO und Russland. Man könnte sagen, dass heutzutage es nicht mehr Krieg Ukraine gegen Russland ist oder umgekehrt, sondern schon Westen gegen Russland. Schon in den ersten Monaten haben die Russen die alte ukrainische Armee zerstört, was die Technik anbetrifft, Bewaffnung. Das war auch abgesehen von Russland und Türkei, wenn wir das nicht zu europäischen Armeen zählen, schon die stärkste europäische Armee mit Abstand. Ja, wenn man überlegt, dass Österreich da 56 Panzer hat und Deutschland 350 und Ukraine mit 3000 Panzer, das ist schon Welten dazwischen. Dasselbe gilt auch für Luftwaffe, Artillerie vor allem und so weiter. Und auch Manpower, ja, dass die Russen den Krieg führen oder Offensive gegen zahlenmäßig 3, 4, jetzt 5-fach überlegen Gegner. Das ist schon ein Nonsens aus der alten Sicht. Das gab es noch nie. Normalerweise brauchst du umgekehrt die Überlegenheit, um überhaupt die Offensive durchführen zu können. Das ist auch ein Problem bei den Russen jetzt geworden im September. Sie dachten, und das war ein strategischer Fehler, dass sie durch technische Überlegenheit alles abdecken. Aber vieles läuft in diesem Krieg wie im Zweiten Weltkrieg. Also Anzahl der Soldaten ist ein Faktor, der jetzt in alle Deutlichkeit auf die Bühne getreten ist. Und die Offensive ist in Stocken geraten. Die Ressource hat nicht ausgereicht, mit klein und schnell hat nicht funktioniert. Und dann gab es sogar Gegenoffensive von der Ukraine. Und die haben einfach ihre Überlegenheit in Mannesstärke voll ausgenutzt. Und diese ukrainische Armee von heute ist nicht die, die vor einem halben Jahr da war. Man könnte jetzt sagen, es ist eigentlich NATO-Armee mit ukrainischer Besetzung. Auf den unteren Ebenen, Soldaten. Ja. Oben ist das ganz klar, dass es amerikanisch-britisch geführt wird. Nicht nur irgendwelche gute Ratschläge aus Washington oder London da per Telefon, sondern da sitzen Generäle, Offiziere direkt in Kiew und auch überall vor Ort. Das ist tatsächlich auch strategisch und taktisch, wird direkt von NATO geleitet. Und ein Riesenvorteil der NATO-Armee in der Ukraine ist natürlich die amerikanische Aufklärung. Es ist nicht nur militärische Satelliten, die live die ganze Lage schildern in Echtzeit, ja, sondern auch die zivile Satelliten arbeiten dafür und die Aufklärung auf der Seite ist besser als auf der russischen. So, all diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Russen jetzt den nächsten Gang anschalten mussten.
Und das ist erfolgt mit Verzögerung. Ukraine hat schon vor Monaten mobilisiert und die Armee auf 600.000-700.000 Mann angehoben oder erweitert. Und die Russen haben mit ihren 150.000 dort, dann standen sie auf dem verlorenen Posten. Jetzt haben sie Mobilisierung durchgeführt und die ersten Tausende sind schon an der Front, aber es wird noch Wochen dauern, bis sie alle dort integriert sind, 300.000. Dann ist dieser Trumpf auf NATO-Seite weg, dann ist es zahlenmäßig mehr oder weniger ausgeglichen, nicht ganz, aber trotzdem. Und das verstehen natürlich auch die Strategen und wissen, dass die Zeit jetzt gegen sie arbeitet und sie müssen jetzt Gas geben. Das ist jetzt ein erster Schritt seitens Russland gewesen. Und der zweite, das ist jetzt 10 Tage alt, die Zerstörung ukrainischer Energiesystems. Was hat das auf sich? Das größte Problem bei den Russen ist eben, dass die Ukraine oder NATO frei ihre Ressourcen bewegen können. Na, gigantische Waffenlieferungen, das geht alles. Also schweres Gerät geht natürlich per Schiene. Ja, die LKWs kannst du einfach so aus Polen schicken, die kommen auch von alleine. Aber Panzer, Haubitzen und so weiter, ja, das geht alles über die Schiene. Und in der Ukraine ist 80% der Züge sind elektrisch angetrieben. Das heißt, wenn die Russen jetzt elektrisches System der Ukraine zum Zusammenbruch bringen, und danach sieht es aus, also in den letzten 10 Tagen haben sie 40% der Kraftwerke und Verteilungsstationen angeschossen, beschädigt. Es ist kurz vor einem Kollaps. Wenn sie das weiter so machen, gibt es ein militärisches Problem, jetzt abgesehen von Zivilbevölkerung, das kein Strom und Wasser bekommt, sondern, und das war das Ziel, dass die NATO kann nicht mehr in der Ukraine schnell Nachschub gewährleisten, kann nicht schnell Truppen von A nach B verlegen, je nachdem, wo es gebraucht wird. Und das wird dann den strategischen Vorteil der NATO dann radikal reduzieren. So, das war die militärische Lage. Und politisch gesehen können wir noch hinzufügen, so viel Porzellan zerbrochen jetzt auf allen Seiten, dass unterm Strich bleibt, es ist nicht mehr möglich, irgendwelche Friedensverhandlungen, was im Frühjahr versucht wurde und schon damals hat es nicht geklappt, jetzt nach alten Verlusten, Verteufelungen, Beteuerungen und Bedrohungen, Drohungen, es ist politisch sozusagen so unumkehrbar geworden, dass es keine der Seiten wird jetzt irgendwie eine peinliche Niederlage hinnehmen können. Ja? Vor Monaten hätte man das noch ausbügeln können und sagen, ja, so in etwa haben wir das gewollt. Ja, ist nicht ganz, aber ein guter Frieden. Heute ist ganz klar, dass beide Seiten definitiv einen Sieg brauchen, weil eine Niederlage gewaltige politische und militärische Konsequenzen haben wird. Deswegen geben jetzt Gas alle. Die Zeit wird knapp und das bedeutet erhöhtes Risiko von Sachen, die wir in diesem Krieg noch nicht gesehen haben. Ob das jetzt Einsatz von andersartigen Waffen und hier von nuklearen Waffen schon länger die Rede. Oder auch eben das, was die Russen jetzt machen, dass auch Ziele, die bisher nicht angegriffen worden sind, jetzt angegriffen werden. Also es geht in die nächste Runde, das ist Verschärfung, das ist Eskalation und das sieht alles definitiv nach einem großen Krach aus. Hm. Man hat das ja immer wieder auch Leuten hören, ja, von Seiten von Zelensky, der ja schon einen Erstschlag letzten Endes gefordert hat und solche Sachen. Und wenn du sagst, natürlich, es ist schon so festgefahren, die Situation, dann bleibt ja letzten Endes nur noch auch der NATO übrig, wirklich nochmal mit ganz anderen Gerätschaften da rein oder mit ganz anderer Mannstärke letzten Endes und oder einen ganz anderen Bündnisfall auszurufen, vielleicht sogar, ne?
Bündnisfall werden wir wohl jetzt nicht ausrufen in der Situation. Wir haben eben eine gute Variante, in der Ukraine den Krieg durchzuführen, ohne sich zum Bündnisfall verpflichten zu müssen. Mhm. Aber dieses Gespräch über Einsatz von taktischen Nuklearwaffen ist auch nicht zufällig. Man bereitet schon die Öffentlichkeit vor auf diese Variante. Und natürlich, wenn sowas knallt, ja, angenommen da irgendwo in Odessa oder Dnepropetrovsk oder Kharkiv, ist plötzlich da eine Atombombe hochgegangen. Muss nicht groß sein, ne? 50 Kilotonnen zum Beispiel. Ja. Wer war das? Ist klar, das waren die Russen. Wie kann man das technisch organisieren? Na, ganz einfach. Du platzierst irgendwo in Munitionsdepots einen Sprengsatz, einen Gefechtskopf. Ja. Kann auch per LKW in die Ukraine reingefahren werden. Und die Russen machen ja Jagd auf alle Munitionsdepots. Wenn sie Infos bekommen, hier ist da Waffen geliefert worden, da fliegt eine Rakete hin. Also im Prinzip, was du dafür brauchst, einfach nur im Moment der Ankunft der Rakete den atomaren Sprengsatz zu zünden bei Distanz. Dann ist alles amtlich. Satellitenaufnahmen, Rakete fliegt und da gibt es ein Atompilz. Wer waren das? Das waren Russen. Also ist technisch gesehen überhaupt kein Problem. Abgesehen davon wird auch niemand zweifeln, dass das der böse Putin war. So, letzten Endes so eine falsche Flagge-Operation ist technisch gesehen problemlos durchführbar. Und das bedeutet natürlich dann gewaltige Expansion des Krieges und mit unvorhersehbaren Folgen. Deswegen wurde das bis jetzt nicht gemacht. Aber dieser Hellseher, die jetzt alle davor warnen, das erinnert mich ein bisschen an Corona-Übung vor Corona-Ausbruch. Ne? Bill Gates Foundation, ja, und die machen Übung, wie die Corona bekämpfen werden. Und zwei Monate später beginnt tatsächlich Corona-Pandemie weltweit. Was für Genies sitzen da. So, daran erinnert mich das ein bisschen, ja. Und dann sagen sie natürlich, wir haben ja gewusst, ja, dass die Russen das machen werden. Dann ist die öffentliche Meinung bedient. Das Problem ist ein Risiko. Was macht dann der Russe? Ja? Also wegen diesem Risiko ist das bis jetzt noch nicht passiert. Aber lasst uns den alten Gedanken einfach endgültig abschmettern. Atomkrieg wäre nicht möglich. Weil wir haben alle so ein Floskel noch im Kopf. Atomkrieg ist unmöglich, weil alles drauf geht und die ganze Erde wird zerstört. Und das wissen alle Beteiligten, deswegen wird das nie passieren. Das stimmt so nicht. Es ist möglich, absolut möglich. In der amerikanischen Militärdoktrin sogar reingeschrieben, dass Einsatz von taktischen Nuklearwaffen auf dem Schlachtfeld bedeutet nicht automatisch Einsatz von strategischen atomaren Waffen gegen USA oder Russland. Jetzt haben sie sozusagen eine super Variante in der Ukraine. Und das kann in der Ukraine bleiben. Wenn auch Polen hinzukommt, kann man hinnehmen. Europa, na, schweren Herzens geht noch. Hauptsache, die ganz dicken Raketen steigen nicht auf, fliegen nicht Richtung Amerika und umgekehrt. Also das ist absolut möglich. Sie werden sich auch bemühen, Einsatz von Nuklearwaffen im kleineren Rahmen zu halten, weil die Risiken zu groß sind. Aber es ist durchaus möglich. Es sind ja, du sprichst sicherlich von diesen sogenannten Mini-Nukes, so nennt man das im Englischen, die sozusagen auch sehr lokal eingesetzt werden können. Natürlich dementsprechend immer noch mit den gleichen Folgen wie eine große Richtung, sagen wir mal Thema Hiroshima. Ne? Und hier sei auch nochmal erwähnt, es hat es ja auch in der ganzen Geschichte noch nie gegeben, solche Force-Flag-Aktionen, ja? Also Fall von Tonkin, Pearl Harbor, 9-11 und könnte man sicherlich noch ein paar andere aufzählen. Also dieses Szenario ist ja nun wirklich nicht gerade unwahrscheinlich. Du sprachtest ja auch das ganze Thema gerade nochmal Pandemieübung an. Das ist hochinteressant, denn das Szenario war letzten Endes bei der Schweinegrippe und auch bei der Vogelgrippe exakt dasselbe. Nicht mit dem Ausmaß und weltweiten globalen Ausmaß, wie wir es dann jetzt bei Corona gesehen haben, aber die Herangehensweise
die gleichen Schauspieler sozusagen, die gleichen Akteure. Also insofern ist deiner Aussage hier durchaus auch noch zu untermauern, dass es diese Dinge eben halt auch tatsächlich gibt und schon gegeben hat. Und auch die Amerikaner, das wissen wir, die schrecken letzten Endes, wenn es an ihr eigenes Leder geht, eben nicht davor zurück. Ja, und dann spielt auch keine Rolle, welche Kollateralschäden da irgendwo in der Nähe dann sozusagen mit dran sind. Wie das ist sogar willkommen, große Kollateralschäden. Also es ist nicht so, dass sie jetzt die ukrainische Bevölkerung da schützen wollten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ein super Kanonenfutter auf der militärischen Seite. Aber generell für die Amerikaner sind das alles ja Russen. Ja? Russen und Antirussen, auch russischer Herkunft, ja, für die ist alles Russen. Russen kämpfen gegen die Russen. Je mehr Schaden da entsteht, desto besser. Das ist doch eine klare Rechnung. Wie siehst du denn die möglichen kommenden Ereignisse? Ich weiß, es ist ein bisschen Glaskugel gucken, ist klar, aber wie würdest du den Verlauf in Richtung Herbst und Winter sehen? Siehst du diese Eskalation relativ zeitnah auf uns zukommen? Und vielleicht aus deiner Sicht nochmal einen Tipp, was können wir denn tun? Was können wir in Deutschland tun? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, Deutschland im jetzigen Zustand kann weder irgendwie richtige Neutralität sich bewegen, noch irgendwie Waffenlieferungen, Geldlieferungen einstellen. Es wird nicht gehen. Also das, was ging im jetzigen Senior-Vassallen-System in Bezug auf USA, haben sie ja schon getan. Also sie haben verzögert, sie haben minimisiert und so weiter. Bei der ganzen Rhetorik, ja, wir gehen durch bis zum Sieg. In Wirklichkeit haben sie die ganze Zeit ein bisschen Sand im Getriebe gestreut, eben um die Risiken nicht zu überhöhen. Aber sie werden schon in dieser Linie bleiben. Sie haben auch geschluckt die Sprengung vom strategischen Nord Stream Lines, wissend, was das für Deutschland strategisch bedeutet. Das ist strategisch langfristig Deutschland nicht mehr versorgt werden kann und die Industrie wird dran sterben. Und sie wissen auch ganz genau, wer das getan hat, auch wenn sie lustigerweise sagen, die Russen haben ihre eigenen Pipeline gesprengt. Ne? Bei den Russen kann man das alles natürlich erwarten. Sie haben Saporizhia Atomkraftwerk auch eingenommen und dann beschießen sie auch selbst ihre eigenen Truppen und das eigene Kraftwerk und sie sprengen ihre eigene Pipelines, nicht norwegische, nicht polnische, die eigenen, ja, so böse sind die Russen. Insofern ist abgekartetes Spiel, der Grad an Idiotie in Mainstream-Medien ist nicht mehr zu übertreffen und es wird jetzt keine Lockerung oder Umschwenk geben. Es wird weiter so laufen und die Eskalation wird jetzt schon passieren, in diesem Jahr, nicht irgendwann. Jetzt wird nicht langsamer und kälter, sondern umgekehrt. Da sind so viele Ereignisse jetzt im Spiel, ob das jetzt Wahlen in USA in 2 Wochen, ja, ein bisschen mehr. Bis dahin brauchen sie Erfolge in der Ukraine. Es ist schon angekündigt worden, wenn die Republikaner dann jetzt im Kongress kommen und Mehrheit übernehmen, wird die Hilfe der Ukraine dann reduziert. Und das ist ein Zeitfaktor. Das heißt, bis dahin müssen schnell Erfolge, egal was es kostet. Deswegen wird das jetzt eine Offensive im Süden der Ukraine bedeuten. Und das wird jetzt eine Schlacht sein, eine regelrechte Schlacht. Das Schlimmste ist jetzt in Cherson-Gegend, dass es möglicherweise Kachowskaer Staudamm gesprengt wird. Das bedeutet, da wird eine richtige Fläche weggespült und die Stadt Cherson wird überflutet, zerstört praktisch. Ja. Es ist innerhalb von 2 Stunden Wassermenge da, 5 Meter hoch. Deswegen evakuieren jetzt die Russen auch die Bevölkerung aus der Stadt, weil das ist absolut möglich ist, dass diese Karte gezogen wird. Also die Sätze werden immer größer, die Tabus werden immer weiter gebrochen und mittlerweile gibt es keinen Stopp und es ist tatsächlich dieses Jahr, was auf der ukrainischen, auf der russischen Seite noch aufgedreht wird, auch auf der NATO-Seite.
Also es ist nicht jetzt keineswegs irgendwelche Beruhigung, Winterpause zu erwarten, ganz und gar nicht, umgekehrt. Was ich erstaunlich finde, dass ja sogar immer mehr Menschen auch in unserem Land und nicht nur, jetzt sage ich jetzt mal, aus den alternativen Szene und so weiter und so fort mitbekommen, dass wir uns den Krieg mit Russland überhaupt gar nicht leisten können. Und das merkt man auch anhand der Ideologie, die wir ja auch ständig hören. Ne? Erste Regel der Propaganda ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Was wir ja eigentlich gesagt bekommen die ganze Zeit. Und du hast es angesprochen, das ist die Zerstörung letzten Endes des Mittelstandes und der deutschen Industrie. Ja, was bleibt denn dann noch? Ein Agrarland, das wäre auch absolut im Interesse von Amerika letzten Endes. Und wir kennen die alten Pläne. Niemals darf Russland und Deutschland in irgendeiner Art und Weise zu einer Partnerschaft kommen. Und wer das nicht glaubt, bitte lest die ganzen UN-Strategiepapiere und so weiter und so fort. Da gibt es Reden, offizielle Reden aus dem Kongress und, und. Also mehr als genügend Infos, um klarzumachen, dass diese Leute eben halt hier das auch durchziehen. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten, keine Frage. Muss man sich einfach auch mal damit auseinandersetzen. Umso mehr ist es eigentlich jetzt, glaube ich, wichtiger, den Blick mal zu wagen, was kommt denn danach? Denn es gibt immer ein Danach. Und ich gehe ja auch schwer davon aus, ich weiß es bei dir auch so, dass du ja diese Ereignisse definitiv siehst als, es ist ein Umbau unserer Welt, ein Umbau der Weltenbühne. Aber ich glaube, wir haben es nach wie vor noch in der Hand, es eben hinterher besser zu machen. Oder wie siehst du das? Hat sich da irgendwas geändert, wo man sagt, da müssten wir mal genauer hingucken? Lass mich zuerst nachhaken an deine Information. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland das nicht wirklich ankommt, diese strategische Lage. Obwohl das, wie du gesagt hast, tatsächlich in programmatischen Dokumenten veröffentlicht sind. Und zwar wird so ein Biden oder Blinken nie so offen reden wie ein Chef von Rent Corporation oder Denkfabrik von Pentagon. Aber Leute, die nicht mit politischen Posten begleitet sind, die reden ja Klartext. Es ist seit Jahrzehnten immer wieder ganz klar und deutlich, die schämen sich nicht dafür, verkündet worden, dass die Hauptstrategie der Amerikaner eben darin besteht, dass es kein Bündnis zwischen Russland und Deutschland gibt, weil das wäre der Untergang des angloamerikanischen Imperiums. Es ist auch direkt gesagt worden, dass militärische Partnerschaft auf NATO-Ebene bedeutet nicht, dass wir auch Konkurrenten sind. Europa wird als Konkurrent der USA angesehen und soll geschwächt werden. Es ist direkt gesagt worden, dass Deutschland als Industriekernpunkt Europas zu schwächen ist, auszuschalten gilt. Und dass dafür eben eine Involvierung Deutschlands im Krieg gegen Russland benötigt. Und die Ukraine ist dafür ein perfektes Mittel. Es ist alles gesagt worden, es ist alles geschrieben worden. Die verheimlichen das nicht mal. In Deutschland, glaube ich, kommt das nicht an, weil der Deutsche so nicht ticken kann, so dreist und gemeint, sage ich mal. Ne? Partner ist Partner, aber Partner, der dich als Konkurrenten betrachtet, von dir militärische Hilfe erwartet und dich gleichzeitig wirtschaftlich glatt macht, das kommt im deutschen Hirn irgendwie nicht an. Und dieser Ausschalten der deutschen Industrie, das ist ja schon im Gange. Wir werden jetzt für den Winter genug Gas haben, zum Teil auch deswegen, weil deutsche Industrie jetzt schon abgeschaltet wird, zum Teil weil Nachfrage wegen gigantischen Preiserhöhungen geringer geworden ist. Es stirbt vor unseren Augen die deutsche Industrie. Und Leute werden es trotzdem nicht kapieren, auch im Winter. Sie werden sagen, Gas ist da. Ja, die Speicher sind voll jetzt in Europa. Voll, weil Industrie bereits jetzt abgeschaltet wird. Und das wird eine Zeitverzögerung den Regierenden geben. Würden sie jetzt die Haushalte nicht beliefern mit Gas und die Industrie retten, dann gibt es Revolte oder Aufstände, Unruhe. Also indem sie die Industrie abschalten und die Bevölkerung mit Gas beliefern, haben sie ein paar Monate Spielzeit.
Und sie setzen auf Sieg. Und dann später, wenn Russland besiegt ist, dann wird sowieso alles neu sortiert. Das ist die Rechnung. Der Punkt ist, dass man wirklich nicht versteht in Europa, auf der politischen Ebene, auch auf der, nicht auf der Ebene der Völker, dass Europa jetzt begraben wird, bewusst, strategisch. Es ist nicht einfach Kollateralschaden. Oh, leider haben die Sanktionen auch Europa was zugesetzt. Das ist ja auch das Ziel, Europa aus dem Spiel zu bringen, und Deutschland ist ein Kernpunkt dabei. Also diese Bösartigkeit des Plans hindert Menschen daran zu glauben. Sie glauben nicht, dass das Spiel so bösartig laufen kann. Zwischen Partnern, Bündnispartnern. Das ist so diese gewisse Naivität, Blauäugigkeit der Europäer, ist fatal. Ne? So, das ist jetzt einfach Ich erinnere mal daran, dass ja unsere ganz tollen Partner, also die wichtigsten Bündnispartner, die wir ja haben, also echte Kumpel, ja. Wann war das? Vor ein paar Jahren oder sowas? Alle Regierungsmitglieder und Spitzenpolitiker ausgehorcht, Handydaten abgehört und so weiter und so fort. Ja, so geht man mit Freunden um. Das muss man wissen. Ja, der Amerikaner ist halt so. Und lass mich hier noch einen kleinen Tipp geben für diejenigen, die tiefer eintauchen möchten. Ich weiß aber nicht, ob es das in Deutsch gibt, aber in Englisch auf jeden Fall. Und ich meine, es ist um die 2000er rausgekommen. Ein Strategiepapier vom Pentagon, das heißt Full Spectrum Dominance. Wie gesagt, ich glaube 20, 25 Jahre lang alt, da kann man ja mal reinlesen, was die so vorhatten von vor 20 Jahren, was so deren Ziele sind. Und da kann man ja mal gucken, was so in den letzten 10, 15 Jahren davon umgesetzt worden ist. Also wer immer noch, ne, es gibt ja immer noch Menschen, die das einfach nicht begreifen können, dass sowas gibt. Und da reden wir ja nur von 25 Jahren in der Planung. Ja. Nun gibt es aber auch Pläne, die sind deutlich älter und auch die werden durchgezogen und durchgesetzt. Ja. Und das ist etwas, womit wir uns mal beschäftigen sollten, und zwar dringend. Und eben raus aus dieser Illusion zu kommen, was, ja, sondern wir müssen uns mit den Tatsachen einfach auseinandersetzen. Ja? So sehe ich das zumindest. Und wer Interesse hat, einfach in YouTube George Friedman eingeben, RAND Corporation reden. Das ist nicht irgendwelche Texte. Der Mann redet Klartext. Und das ist Denkfabrik von Pentagon. Und das alles, was ich jetzt erzählt habe, ist dort im Klartext zu hören. Ja? Und ist witzig, dass das wenig bekannt ist. Das, ich glaube, es ist wirklich eine mentale Blockade bei den Europäern, das zu glauben. Man blendet es aus, weil dreist ist und irgendwie ausweglos. Man will sich nicht als Opfer fühlen, man will sich nicht ausgetrickst auf der 17. Ebene fühlen. Und deswegen bleibt man lieber im Glauben. Es läuft schon richtig, der große Boss hinter der Pfütze meint schon gut mit uns. Und ja, wir werden schon irgendwann irgendwie gewinnen, ihr Zähne zusammenbeißen, gegen Putin die Ohren abfrieren. Aber dann, wenn wir gewonnen haben, ja, wird schon alles wieder gut. So diese Illusion, glaube ich, ist existenziell wichtig für die Menschen. Deswegen bleibt man in der Illusion, nicht wegen Dummheit, sondern wegen Hoffnungslosigkeit, die dann sonst eintreten würde, wenn man das Spiel wirklich begreifen würde. Wie gesagt, was willst du erwarten? Es waren ja erst vor ein paar Jahren das Thema, da bleibe ich nochmal dran, Schweinegrippe. Schaut euch bitte nochmal die Protagonisten an, wie das abgelaufen ist, wie das Szenario abgelaufen ist. Es ist exakt genau das Gleiche, nur dass es damals eben nicht weltweit gelaufen ist, sondern relativ, ne, kompakt gehalten worden ist. Und das war letzten Endes nichts anderes als ein Fahrplan und ein Test. Und nichts anderes hat man ja jetzt wieder gemacht. Und das kannst Menschen, die, viele wissen nicht mal, was sie gestern zum Frühstück hatten. Ja? Und viele glauben immer noch, es wird das wieder das alte Normal kommen. Also alles, was vor 2020 gelaufen ist und. Das sind genau aber diese Illusionen, die wir uns ja jeden Tag vorgegaukelt bekommen. Das ist das Theaterstück, was wir hier zu sehen bekommen. Und begreifen gar nicht dabei, dass wir eine Hauptrolle darin spielen, ja, dass wir nicht nur Betrachter sind, sondern hier effektiv dann auch, ja, beteiligt sind, muss man einfach so sagen. Ja. Aber gut, unsere Zuschauer gehören nicht gerade zu Naiven. Das glaube ich auch nicht.
klar, viele wissen Bescheid und wir haben ja auch langfristig immer mal wieder die Hinweise gegeben, dass es durchaus strategisch sinnvoll sein kann, sich mit gewissen Ressourcen einzudecken. Und ich rede jetzt nicht von, keine Ahnung, für die Apokalypse in dem Sinne, aber damit man, so sage ich das immer, dass man einfach mal aus den ersten Monaten, Wochen vor allen Dingen, ja, sich von den Schlachtfeldern zurückhält, wenn mal die Supermärkte leer sein sollten. Ich glaube, ohne Strom, das wird schon gehen. Ne? Bei dir sehe ich es auch im Hintergrund, da sind hier noch Bücher, da gibt es Dutzende, die man noch mal lesen darf. Gerne, geht mir auch nicht anders. Und man kommt wieder in Kontakt und redet wieder miteinander. Aber wenn natürlich Nahrungsmittel knapp werden, dann wird's schon, dann sieht die Sachlage schon anders aus. Und die Konflikte treten immer, sagen wir mal, nach 2 Wochen von Ereignis X. Ja, weil dann sind bei den meisten so die Regale leer und dann geht's los. Ne? Und da muss man sich mal ein bisschen zurückhalten. Denn davon bin ich überzeugt und ich glaube, du auch. Es wird ja weitergehen. Die Welt wird sich weiterdrehen. Die Frage ist nur, unter welcher Schirmherrschaft und haben wir dann überhaupt noch was mitzureden? Sprichwort The Great Reset zum Beispiel. Ja? Darf man sich auch unbedingt nochmal anhören. Aber das Schöne ist, es gibt ja Gegenmodelle zu diesem sogenannten Great Reset. Und eines davon wollen wir heute auch nochmal besprechen. Ja. Ich will vorausschicken, wenn wir von einer guten, gerechten, ausgewogenen, nachhaltigen Welt reden, das werden wir jetzt tun, heißt das nicht, dass wir aus dem jetzigen Zustand der Zivilisation nahtlos dahin übergehen werden und können, sondern das ist sozusagen, Analogie dafür wäre, das alte Haus wird abgerissen. Auf der Stelle wird das neue Haus gebaut. Das alte Haus verwandelt sich nicht in das neue Haus, sondern es wird abgerissen und wir sind in dieser Phase gerade. Abriss. Das ist dramatisch, staubig, blutig, es kostet Kraft, es sieht nach Chaos aus und das ist es auch. Nichtsdestotrotz ist es notwendig und auch unumgänglich, ne, dass wir nicht gleich so durchschalten, wie viele das tun. Das alles, was jetzt läuft, ist ein Wahnsinn. Also und das goldene Zeitalter muss jetzt freigeschaltet werden. Da kommt Gott oder Jesus oder Alien und machen alles in Ordnung, ohne dass wir großen Preis dafür zahlen werden. Das wird nicht stattfinden. Wir sind in der Abrissphase jetzt, in der Chaosphase. Es wird viel dramatischer werden. Das muss man auf dem Schirm haben. Und aus dieser Deutlichkeit, die neuen Pläne schmieden. Das heißt, vieles wird zerstört. Du kannst jetzt nicht ein funktionierendes Konzept für die Zukunft erstellen, wenn du voraussetzt, illusorischerweise, dass das alles, was jetzt noch zur Verfügung steht, auch morgen zur Verfügung stehen wird. Dann wirst du einen Plan mit Voraussetzungen schmieden, die nicht erfüllt werden. Das ist einfach nur vergeudete Liebesmühe. Deswegen, dieser Faktor muss auf dem Schirm bleiben. Vieles wird ganz anders nicht vorhanden sein an Ressourcen, unseren gewohnten technischen Möglichkeiten und so weiter. Und das ist graduell. Der Grad der Zerstörung hängt davon ab, wie wir jetzt handeln als Menschheit auf diesem Planeten. Wie stark wird der Planet auf unser Handeln reagieren? Wie schnell wird der Wandel der Realitätsbeschaffenheit sein? Wie tief? Also es gibt in dieser Formel sehr viele Variablen. Es kann also unterm Strich mit einem höheren oder niedrigeren Grad an Zerstörung der jetzigen Zivilisation durchkommen. Ja? Hat Vorteile und Nachteile. Manchmal ist ein radikaler Schnitt chirurgisch, ermöglicht einen besseren, schnelleren Neustart. Aber es ist der Preis des Schmerzens, ja, für die ganze Menschheit. Also das ist etwas, was grundlegend bei allen entscheidenden Spielern jetzt, und ich rede jetzt nicht nur von Menschen, auf dem Schirm ist. Wie radikal, wie schnell, wann, wie viel, ja, was darf noch behalten werden, was muss jetzt kaputt gemacht werden. So auf dem Schirm. Und das ist auch nicht einmal entschieden, sondern es wird immer wieder entschieden. Und das hängt von uns ab, wie wir die Situation managen. Davon wird der Grad der Zerstörung des Chaoses abhängen. So, das vorausgeschickt, bevor wir über die schöne neue Welt gesprochen haben, nicht im hexischen Sinne. Ja. Mhm.
Natürlich, Zerstörung, es hat immer was mit Schmerz zu tun, das ist ja keine Frage, aber sie ist eben halt auch bis zu mir Wissen gerade notwendig. Ich erinnere hier einfach nur mal an das Sinnbild eines Waldes, der von Feuer zerstört wird. Ein Riesenchaos, sehr viel Leid, Tod und alles da drumherum. Aber was gebiert denn daraus? Ne? Es ist wie Phönix aus der Asche. Es ist etwas, was eine neue Chance letzten Endes für neues Leben. Und als solches müssen wir das auch immer wieder begreifen. Und ich glaube, unter Zuschauern müssen wir das nicht erklären, aber vielleicht verirrt sich ja doch immer der ein oder andere dran. Wir sind eben nicht nur diese Fleischklumpen, da ist eben halt noch sehr, sehr viel mehr. Und aus dieser Metaperspektive, wie du sie nennst, sollte man das auch immer wieder betrachten. Es hat alles am Ende irgendwo auch seinen Sinn. Und ich bediene hier ganz oft das Sprichwort, das Leben wird eben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wir wissen es halt oft nicht, ne, welchen guten Sinn sollen das haben, sondern da kommt das Thema auch irgendwie wieder Vertrauen ins Spiel, dass die Dinge sich schon auch so zeigen, wie sie sich zeigen wollen. Du hast das Wort Geburt erwähnt. Das ist eine vielleicht bessere Analogie. Abriss des Hauses, Neubau ist eine Analogie und Geburt ist eine organische Analogie. Mhm. Das ist ein natürlicher Prozess. Ja? Aber hier ist Schmerz drin, es fließt Blut, es fließt Wasser, ist ein Risiko da. Tod. Angesichts des Todes geschieht das. Also Neugeburt der menschlichen Gesellschaft oder Zivilisation ist auch mit Geburt zu vergleichen. Es ist alles andere als Chaka und wie im Kino und 30 Sekunden später Mutter lächelt und küsst das Kind. Nein, nein, das dauert. Und meistens ist es dramatisch und riskant. Und auch hier wird das so sein. Ne? Und diese Geburtsanalogie bringt uns auch zum wesentlichen Punkt. Rückwärts verstanden, sagst du. Es ist auch so, dass wir in der kurzen Zeit des menschlichen Lebens unsere Erfahrung überbewerten. Erfahrung ist eine Laterne auf dem Rücken. Sie beleuchtet dir nur ein Stück Weg, das du bereits gegangen bist. Und wenn Menschheit also ein paar Jahrzehnte in einem relativ stabilen Modus gelebt hat, kann der Mensch sich schlecht vorstellen, dass er radikal anders sein kann, und zwar schnell. Weil seine ganze Erfahrung sagt ihm, Moment, es war immer so in etwa wie gestern und ein bisschen anders, aber ein bisschen anders. Und das verleitet zu einer Idee, dass so lineare Entwicklung sozusagen Gesetz ist. Man wählt die Idee eines Quantensprungs ab. Man hat es nicht erlebt und es ist dann sehr theoretisch, irgendwie abstrakt für die Leute, dass es in Wirklichkeit die Geschichte immer aus langsamen Phasen besteht, ja, und immer wieder von Quantensprüngen werden diese langen Phasen abgelöst. Und wir sind gerade in der Quantensprungsphase, aber mental ist der Mensch darauf nicht vorbereitet, dass es schnell, beschleunigt, radikal anders sein wird. Und das ist jetzt eben der Punkt. Zerstörung wird kommen, Chaos wird kommen. Wir sind schon in dieser Phase. Es wird radikal anders sein. Nicht in etwa so, wie wir kennen, nur neu sortiert die Karten. Nein, ganz andere Faktoren. Und um diese Zukunft zu schaukeln, überhaupt zu erschaffen, brauchen wir tatsächlich real, nicht als Bonus und Häufchen Sahne, ein erweitertes Bewusstsein. Weil wir werden mit den alten Mitteln die neue Zeit nicht schaffen können. Erfahrung wird nicht reichen. Das ist der Punkt. Wir müssen anfangen, anders zu denken, viel größer, planetar, göttlicher, begreifen, dass es nicht einfach Philosophie oder Mystik ist, sondern Realität, die wir nutzen sollen, wenn wir diese ganze Krise schaukeln wollen. Muss man ja nur mit offenen Augen durch die Welt laufen und die Fakten mal nebeneinander legen und dann in der Lage sein, eins und eins zusammenzuzählen. Ja, und was du, glaube ich, beschreibst, nennt sich in der Medizin, glaube ich, Neuroplastizität. Also diese Trägheit ist bekannt, dass wir das, was vorgestern war und gestern war, ist automatisch in unserem System so veranlagt, das muss auch morgen so sein. Deswegen sind wir meistens ziemlich geschockt, wenn es eben nicht der Fall ist. Ja, und es haut uns ziemlich aus der Bahn, wenn plötzlich unvorhergesehene Dinge kommen, die in unserem Alltag so gar nicht vorgekommen sind. Ja, unser Gehirn kann damit nicht allzu viel anfangen. Aber was machen wir denn jetzt, wie gesagt, damit? Vielleicht kannst du mal diese,
die Lösung, die ihr erarbeitet habt oder wie ihr sie seht, das, was du Semir nennst, vielleicht kannst du uns das einfach mal grob und schreiben, wie diese Welt denn ausschaut oder worum es im Wesentlichen darum geht. Ich weise hier darauf hin, Altera TV, YouTube-Kanal, hast du sehr viele Sendungen gemacht, du hast ein Buch drüber geschrieben, verlinken wir auch nochmal drunter, weil wir können natürlich nicht das gesamte System jetzt in der Sendung beschreiben, aber ich möchte doch zumindest ein Stück weit Hoffnung hier auch noch ein bisschen mit reinstreuen in dieses Video, dass es, wie gesagt, durchaus Modelle, reale Modelle gibt, die das Szenario ein bisschen anders zeichnen. Ja. Um das Modell überhaupt zu verstehen, brauchen wir eine gedankliche Voraussetzung. Zu dieser Illusion, dass es morgen in etwa so sein wird, wie heute und zwar immer, gehört auch als Teil die Illusion, dass Realitätsbeschaffenheit etwas in Stein gemeißeltes ist. Das heißt, wir denken, Menschen haben immer so die Realität gehabt wie wir. Wir haben sie so wahrgenommen. Oder gar weiter, das, was wir wahrnehmen, ist Realität. Und das wird auch so bleiben. Nein, es war nicht so und das wird nicht so bleiben. Es gab Zeiten, und wir sind nicht mal lange her, wo die menschliche Wahrnehmung ganz andere Bereiche der Realität abdecken konnte. Und in diesen Bereichen waren Menschen handlungsfähig. Das heißt, andere Frequenzbereiche unter und oberhalb der jetzigen Wahrnehmung. Also die Analogie wäre ganz einfach, wie du im Lichtspektrum nur die mittlere enge Sparte wahrnimmst, von Rot bis Violett. Du weißt zwar, dass da drüber Ultraviolett, Röntgen, Gamma und so weiter ist und unten Infrarot, das haben dir die Wissenschaftler erzählt, aber deine Wahrnehmung gibt das nicht her. Aber das gibt es tatsächlich. Das heißt, wenn du sozusagen im optischen Bereich deine Wahrnehmung erweiterst, wirst du Dinge plötzlich sehen, die früher in deiner Realität nicht da waren auf der Wahrnehmungsebene. Nun, diese Bereiche, andere Spektren, andere Frequenzbereiche, sie sind nicht einfach so technisch anders gespielte Räume, das sind auch belebte Räume. Wichtig ist zu verstehen, dass es Wesenheiten gibt, die in diesem jetzt unsichtbaren Bereich leben, sich befinden. Und die waren schon immer da. Und deswegen konnten Menschen früher mit größerer Wahrnehmung mit diesen Wesenheiten im realen Kontakt sein, sogar auf der physischen Ebene. Deswegen sind all diese Geschichten, wie die alle alten Völker durch die Bank Jahrhunderte und Jahrtausende lang erzählt haben, keine Märchen. Ob das jetzt Bibel ist, Begegnungen mit Engeln und Dämonen, ob das jetzt griechische Mythen sind, das sind keine Märchen, das sind Realitätsberichte. Natürlich interpretiert, wie auch immer der Mensch das macht. Aber sie basieren auf realen Begegnungen mit Wesenheiten in den Welten, die jetzt von der heutigen Menschheit nicht direkt wahrnehmbar sind, waren aber und werden wieder. So, das ist der Punkt. Wir werden unsere Wahrnehmung der Welt erweitern und andere Welten sehen. Wir werden verstehen, dass das, was wir als Welt bezeichnen, ein Teil der Welt ist. Und dieser Teil der Welt muss mit anderen Welten in einen nachhaltigen, funktionierenden Zusammenhang wiedergebracht werden. Nur in diesem großen Kontext wird eine funktionierende Zukunft entstehen können. Weil wenn die Realitätsbeschaffenheit sich ändert und plötzlich du siehst dann das, was man Engel oder Dämonen nennt oder Regners, dann, wenn du das nicht händelst, dann wirst du gehändelt. Das heißt, wir sollen jetzt uns schon darauf vorbereiten, in den anderen Welten, in der größeren, der erweiterten Welt, handlungsfähig zu sein, das zuerst zu begreifen und dann auch in die Tat treten. Und das, was wir als Semir benennen, ist noch ein Schritt weiter. Wir sagen nicht einfach, wie kommen wir denn klar, damit wir nicht plötzlich hier Engel, Götter und Dämonen sehen werden. Nein, nein, wir gehen einen Schritt weiter und sagen, wir
als zentrale Welt oder Mensch als Ebenbild Gottes. Und das ist keine Floskel, sondern tatsächlich so. Der Mensch trägt in sich alle Archetypen der Schöpfung. Das ist Ebenbild Gottes und Ebenbild Schöpfung. Und damit ist seine Verantwortung verbunden, dass aus diesem Plattform, Mensch-Plattform, die grundlegende Regelung, Idee einer besser funktionierenden Gesamtwelt kommen soll. Und das ist gekommen. Wir werden mit anderen Wesenheiten, mit anderen Welten eine gemeinsame funktionierende Gemeinschaft aufbauen müssen. Und dieser Prozess ist schon im Gange. Man könnte sagen, wir schaffen eine gerechte Gesamtwelt. Wir sind nicht abgeschnitten daraus. Das ist nur die jetzige Wahrnehmung, die uns daran hindert, zu verstehen, dass sie nicht draußen hinter dem Zaun sind. Sie wirken auf unsere Welt ein und wir auch umgekehrt, auch wenn uns dann im Moment noch verborgen ist, oder meisten von uns. Das Zusammenspiel ist da, bloß im Moment blind, auf gut Glück. Und wir haben auch das Problem, dass unsere Welt einer gewissen Invasion unterzogen wurde. Von unteren, von oberen Welten. Es sind tatsächlich Wesenheiten hier wirksam, obwohl sie, sagen wir mal, kein Recht drauf haben, diese Welt zu managen. Sie sind hierher gekommen, weil der Mensch blind geworden ist und sieht nicht, wie die niederen Wesenheiten oder bösartige Wesenheiten aus dem diabolischen Ecke, wie aktiv sie hier sind, wie breit sie in unserer Welt sich gemacht haben. Und das gehört wieder korrigiert. Die Invasion muss aufhören. Das heißt, jede Welt hat eine Berechtigung an sich, aber das Problem ist nicht die Existenz dieser Welt, die uns gefällt oder nicht gefällt, sondern Wucherung dieser Welt in die anderen Welten hinein, was jetzt der Fall ist. Also auch das muss in Ordnung gebracht werden, dass jeder sozusagen schwerpunktmäßig dort agiert, in seiner Welt und nicht die anderen Welten erobert. So, dieses ganze Programm nennen wir Semir. Das sind 7 Welten im ganzen Frequenzspektrum, naturgemäß, nicht aufgeteilt, sondern Schwerpunkte wieder zurechtgerückt. Und es läuft ein Austausch jetzt mit vielen Wesenheiten darum, wie wir jetzt eben dieses gemeinsame Projekt schaukeln werden. Und was speziell die Menschheit anbetrifft, sie ist letzten Endes auf ein zivilisatorisches Projekt hat sich festgenagelt, das nicht das ganze menschliche Spektrum abdeckt. Auch Menschheit im inkarnierten Zustand kann ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten wachsen oder in die Breite gehen. Was wir jetzt beobachten, ist überwiegend städtische Zivilisation. Das ist ein jahrtausendlanger Prozess, wo immer mehr Menschheit in die Stadt abgewandert ist. Das ist nicht einfach nur bauliches Problem oder Lokalität, sondern Lebensart. Lebensart der Indianer oder Kelten oder Eskimos ist so gut wie ausgestorben. Ne? Es waren ganze Zivilisationen. Eigentlich kommt der Mensch in früheren Jahrtausenden überwiegend daraus. Nachhaltiges Leben, nicht städtisches Leben, Stammesleben in der Natur. Und das ist immer weniger davon geworden. Und die Städte haben explodiert. Das heißt, ein grundlegend anderer Zivilisationsentwurf. Und das eine wurde klein, das andere groß. Das wird und gehört auch dazu, auch zurechtgerückt werden. Die Städte sind überbevölkert, sind zu viel davon und es ist zu wenig Menschen auf dem Lande. Das ist jetzt nur möglich, weil sie noch imstande sind, intensive Landwirtschaft zu betreiben und all die Städte durchzufüttern. Wenn das nicht gegeben ist, wenn die technischen Voraussetzungen dafür weg sind, ist das gar nicht möglich, dass diese Städte in dieser Anzahl und Bevölkerungsanzahl überhaupt lebensfähig sind. Es wird eine
große Abwanderung aufs Land geben. Und da wird ein bisschen die Waage wieder in Ordnung gebracht. Und da reden wir zuerst mal von zwei menschlichen Welten. Und wir nennen diese alte Zivilisationsentwurf Indianer, Kelten, Mongolen, Eskimos, Mavi. Und die städtische Welt oder zivilisatorische Welt mit Kultur, Wissen, Technologie behaftet oder begnadet, Selet. Also diese Mavi und Selet sind zwei Kernwelten der Menschheit. Aber Menschheit kann noch ein bisschen Stufe runter agieren und eine Stufe höher agieren, mehr ins Feinstoffliche hinein. Ja, so eher spirituelle Lebenszivilisationsentwurf. Egal wie das in der Physik ausschaut, wo der Mensch dann lebt, aber sein Schwerpunkt ist nicht einfach Anbau, Jagd oder Nachhaltigkeit, Harmonie mit der Natur. A, auch nicht B, Zivilisation, Kultur, Architektur, Wissen, Technologie, sondern das Magische, Mystische, Spirituelle, das Metaphysische, Konzeptuelle, ja, das ist nicht weder A noch B. Das ist schon was anderes. Also auch da ist der Mensch imstande, in diese Bereiche unten und oben hineinzuwachsen. Das heißt, menschliche Welt erweitert sich innerhalb von Simia. Aber die zwei Kernwelten, Mavi und Selet, bleiben trotzdem Schwerpunkte. Und es gibt dann eben, ich mache schon Kreis, ja, Mavi, Selet, und hier gibt es noch weitere fünf Welten, die ich jetzt nicht alle namentlich erwähnen soll. Es geht nur darum zu verstehen, dass jede Welt sozusagen einen Charakter hat. So wie mit Analogie mit dieser Indianer ist völlig anders als ein Städter des 21. Jahrhunderts. So unterschiedlich, obwohl dieselbe Gattung, Mensch. Ja? Und hier sind die Unterschiede noch gravierender als zwischen Menschenwelten. Und jede Welt hat so eigene Grundfrequenz, eigene Archetypen, Prinzipien, Charaktereigenschaften und ist von bestimmten Spezies belebt, feinstoffliche Spezies, das eben diese Welt ausmacht, dass sie definieren und abgrenzen lässt. Und diese fünf zusätzliche Welten, nicht von Menschen belebt, die machen sozusagen dieses ganze Semir-Konstrukt rund. Und es geht darum, dass wir mit all denen Sachen aushandeln. Welche Welt im Semir-Kontext, welche Arbeit für die Gesamtheit leistet? Was können Leute aus Pla? Das ist feurig, das ist vieles dunkel und auch zerstörerisch. Analogie, du brauchst auch Gedärme in deinem Körper. Die sind vielleicht nicht so ansehnlich, ja? Nicht so schön wie dein Gesicht, nicht so klug wie dein Hirn, aber ist notwendig für das Gesamtorganismus. Also kannst du nicht sagen, pfui, will ich nicht haben. Wie kreiere ich einen Körper ohne Gedärme? Wird nicht funktionieren. Also zum Thema Berechtigung, Gerechtigkeit jeder Welt. Gibt es diese Welt, dann gibt es eine kristalline Welt, eher so auf Licht gebaut, informativ, aber wenig seelisch, ja. Da gibt es Engel, Cheruben, Seraphen, hier gibt es Hesches, Dämonen, Feuerwesenheiten, die Djinns genannt werden. Verschiedene Arten, das ist alles real. Wir sind da und wir werden sie bald sehen, nach und nach. Und dann ist es zu spät, wenn wir nicht davor schon sozusagen Agreement mit all denen ausgehandelt haben, wie werden wir unsere gemeinsame Welten aufbauen. Deswegen ist diese Arbeit wichtig, notwendig und sie läuft auch. So, das war der grobe Abriss dieser Semir-Idee oder schon Konzept, das in Praxis übergeht. Mhm. Und es wird angenommen, jetzt schon deutlich sichtbar, dass viele Wesenheiten sagen, okay, die Idee ist nicht schlecht, schlüssig, vor allem gerecht. Und nach dem anfänglichen Zögern und Begreifen ist jetzt schon eine andere Phase im Hyperraum da, dass viele Wesenheiten sagen, na, machen wir so, klingt gut, ist eine gerechte Welt für alle, zuerst mal alles in Balance bringen und dann schauen wir weiter. Also der Support ist da, Rückenwind ist schon da, das System wächst, insofern ist nicht mehr ein Konzept, nicht mehr ein Vorschlag, sondern schon ein laufender Projekt. Mhm.
Am Ende ist es, das kennt man aus spirituellen Konzepten ja auch, da heißt es ja sehr oft, tu das, was du am besten kannst. Und wenn nun mal das, was du am besten kannst, deine Feuerkraft ist, um gewisse Themen vom Tisch zu nehmen, sage ich jetzt mal, ne? Also in der göttlichen Reinigung würde ich das jetzt mal vielleicht bezeichnen, ja, dann tue das auch. Aber wir interpretieren immer halt, ne? Das ist alles was Schlechtes und das ist ja nicht so gut. Und da fand ich eigentlich, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das bei dir stand, ich fand die Formulierung sehr gut, so nach dem Motto, die Schöpfung, Universum nennt wie es wollt, funktioniert eben nicht perfekt, sondern optimal. Ja. Ja? Das ist etwas, was ich mir sehr annehmen konnte, weil gewisse Konzepte sich dann einfacher auch durchdenken lassen im Sinne dessen, okay, das Optimum muss nicht immer schön sein. Das Optimum muss auch nicht immer schlecht sein. Es ist eben halt irgendwo dazwischen, so was es jetzt gerade eben halt braucht. Und wenn es eben das reinigende Feuer jetzt braucht, dann ist das so. Das mag nicht perfekt sein, aber es benötigt es für das Gesamtkonstrukt, dass das optimal funktioniert. Und ich glaube, da können wir viel rausnehmen für uns, auch für unseren Verstand und unseren Intellekt, der das versucht, irgendwie immer irgendwo einzuordnen in den Schubladen, dass es eben nicht perfekt laufen kann, sondern es braucht diese Flexibilität auch in den Abläufen. Ne? Das ist ganz wichtig, weil sonst gewisse Dinge einfach immer wieder in Stocken geraten. Ne? Ja, das Optimum ist ein sehr wichtiger Gedanke und auch eine Haltung oder Einstellung, die der Menschen sich erwecken und beleben soll. Ja, wir sind sehr gerne auf Maximum. Ja, nach dem Prinzip, je mehr, desto besser. Und wir sind hier sehr stark im abgekapselten, atomisierten Bewusstsein verhaftet. Ja? Das heißt, was für mich gut ist, ist auch gut für die Welt. Und das ist ein grundlegend anderer Gedanke. Was ist das im großen Wir optimal jetzt? Ja? Wie viel davon, wie viel davon? Wenn das gut ist, heißt nicht, dass mehr davon gut ist für das Ganze. Mhm. Wenn das schlecht ist für mich, heißt nicht, dass es schlecht ist für das Ganze. Ja? Schmerz mit einberechnet. Oder Konsens. Konsens ist etwas, wo niemand so wirklich zufrieden ist, weil er seinen Plan nicht gut durchgedrückt hat. Deswegen ja Konsens, nicht Demokratie. 51% kriegt alles und 49% kriegt nichts. Nein, nein, Konsens ist anders. Konsens ist mühsames, aber zielgerichtetes Aushandeln eines Optimums. Ja, wo damit alle leben können. Nicht einfach Gewinner und dann Verlierer. Ja, das ist eine grundlegend andere Haltung. Und das auf die ganze Welt übertragen bedeutet, dass Optimum ein Weg ist. Es ist nicht einfach einmal erreichter Zustand, sondern die ewige Praxis. Optimum. Was benötigt diese Situation? Welchen Qualitäten? Wie viel davon? Wie viel davon? Ja. Reinigung. Alle lieben Reinigung. Schiebe den Regler deiner Reinigung auf 100% und du kommst vom Klo nicht runter. Da läuft die Reinigung. Nicht gut. Alles in Optimum. Wie viel Reinigung brauchst du jetzt? Wie schnell? Ja? Und das gilt für 1000 Faktoren, Parameter. Und dieses Spiel am Mischpult, ja? Also an diesem Lichtregler, das ist etwas, was die Meisterschaft dann ausmachen wird bei Menschen. Aber es muss in einem großen Wir-Bewusstsein, Bewusstsein von wir und ich in Resonanz laufen. Dann ist der Mensch qualifiziert dafür. Und das wird von der Schöpfung auch gesehen. Ist er qualifiziert oder nicht? Ist ein egoistisches, abgekapseltes Etwas, das nur auf seinen Gewinn aus ist? Oder achtet er schon als Bewahrer der Schöpfung auf den Konsens, auf das Optimum, auf das Jiva, der Förderung des Lebens, ja, dass die anderen jedenfalls nicht zu kurz kommen, weil das später Konflikte produzieren wird und Kriege. So, diese ganz andere Grundhaltung, nicht was kriege ich von der Welt, sondern wie, was gebe ich der Welt? Wie manage ich die Welt, dass sie gesund wird und nachhaltig weiter funktioniert? Das ist eine grundlegend andere Haltung. Und das ist einfach erwachsen werden. Es reicht nicht, dass du 100 Inkarnationen auf dem Buckel hast, man kann trotzdem egoistisch bleiben. Und hier geht es um diesen Schwenk, wo die Schöpfung dich als Manager, als einen Älteren, als einen Weisen akzeptiert. Wenn du das in dir trägst, dann kriegst du Rückenwind, es geht nicht mehr um dich,
Es ist nicht so, dass du belohnt wirst, diese Arbeit zu führen, ist deine Belohnung. Dann hilfst du der Schöpfung und nicht, denkst nicht mehr, was kriege ich denn von der Welt. Das ist ein Regler, der in Ordnung gebracht werden muss. Und das ist auch nicht eine Einstellung, wo immer gilt. Manchmal muss man mehr geben. Manchmal sollte man was nehmen. Aber insgesamt ist jetzt der Mensch viel stärker auf Nehmen eingestellt. Generell, pauschal. Ja? Ich sage nicht, dass einfach Geben seliger ist als Nehmen. Sonst wäre das Ausatmen seliger als das Einatmen. Das ist nicht der Fall. Aber generell ist es so, dass wir zu wenig geben an die Schöpfung, an unsere Managementqualitäten. Es geht nicht darum, dass wir das lieben und wertschätzen und auch die Bäume umarmen. Es geht im großen Kontext, aus der Metaposition heraus, dieser Schöpfung helfen, wieder auf die Beine zu kommen, in die Balance zu kommen. Das bedeutet, gute Macht haben, sie einsetzen und eben diese Regler immer wieder schieben, dass das Ganze, der Orchester dann funktioniert. Es geht nicht darum, dass du jetzt super Geige spielen kannst. Funktioniert der Orchester? Und wenn nicht, dann ist es wurscht, ob du deine Partie gut spielen könntest, wenn der Orchester zerfallen ist, kein Dirigent da ist, keine Stimmigkeit, kein Einklang. Und das ist der Zustand der Welt. Es muss in Ordnung gebracht werden. Da sind viele Spieler dabei. Da muss man feinfühlig sein und weise. Und ich glaube, diese Haltung für die Spirituellen zu finden, nicht mehr Konsument der Schöpfung sein, sondern Bewahrer, Geber, Manager mit Macht. Das ist Worte, die Spirituellen partout nicht wollen. Niemand will Manager sein, das ist doch Businessbereich. Niemand will Macht haben, das ist doch für Politiker. Das ist ja das Problem. Deswegen regieren die Idioten und Bösewichter diese Welt, weil die Gescheiten, die Entwickelten, das partout nicht wollen. Die wollen nicht managen und nicht Macht haben. Aber die Welt braucht gute Macht. Die Welt braucht gutes Management. Und in diesem Sinne ist dieses Semi-Projekt zu verstehen. Es geht in erster Linie auch wieder, die Verantwortlichkeit zu übernehmen. Eben nicht nur für das, was das eigene Leben betrifft, sondern anzufangen, viel größer zu denken und zu fühlen und dann in dem Fall sogar zu visionieren. Weil es ist ja, wie du schon sagtest, ja in erster Linie mal eine feinstoffliche Struktur, die erschaffen werden möchte, mit Informationen und Energie angereichert werden möchte. Das kann aber nur passieren, wenn ich auch dann für mich weiß, okay, ich habe einen Teil daran zu leisten. Und ne, nichts gegen Bäume umarmen, für Leute, die überhaupt mal wieder Kontakt, überhaupt mal wieder verstehen wollen, was Natur bedeutet und was sie uns geben kann. Und dann werde ich auch in dem Moment die Verantwortung, und wenn es nur für den Baum ist, erstmal übernehmen. Ja? Aber natürlich wird das nicht reichen. Das ist mir durchaus klar. Und ich weiß auch, was du damit sagen wolltest. Und wir haben es in den letzten 2000 Jahren erlebt, dass viele gute Ideen vollständig pervertiert sind, die gut gedacht waren, aber die Umsetzung. Und das ist eben genau das, wo die Menschheit aus meiner Sicht auch die größten Mängel hat. Die Umsetzung. Und wieder zu begreifen, dass es eben nicht perfekt geht. Manche Dinge gehen nicht für alle. Ja, es gehen aber viele Dinge für alle, aber dann müssen wir das ein bisschen, unsere Ansprüche runter revidieren. Und ich sehe das auch so. Klar, geben ist was Wunderbares. Aber ohne das Optimum auch des Wiedererhaltens wird es auch freilich schwierig. Es braucht also immer den Austausch irgendwo. Und der ist, wie du das auch immer wieder sagst, der ist sehr flexibel. Ja, also vielleicht ein anderes Beispiel. Es kann sein, dass du ein Jahr lang gibst, ohne etwas zu erhalten. Aber das kann auch eine Prüfung sein, letzten Endes. Bist du bereit dafür, ja, das zu dulden, zu ertragen? Und die Belohnung, was auch immer, wie sie aussehen mag, wenn es überhaupt eine gibt, ist ja etwas, was dich sehr wohl erreichen wird. Wir kennen das Prinzip Ursache-Wirkung immer. Ja, und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir mal verstehen, dass wir eigentlich nicht nur unser Morgen erzeugen, sondern dass wir heute hier sind und in 150 Jahren, in 200 Jahren, in 500 Jahren wird es Menschen geben, die ganz anders leben, die in einer ganz anderen Welt gelebt oder leben. Aber wir haben den Anteil auch in unserer Zeitqualität im Sinne dessen, wir können Wegbereiter sein, vielleicht ein Vordenker oder was auch immer. Ne? Es ist etwas, was uns auch betrifft. Und wer weiß,
Ja, wir sind ja inkarnierte Seelen. Wir erschaffen uns ja buchstäblich auch unsere eigene Zukunft. Egal, wo wir dann nun letzten Endes uns wieder vielleicht wiedergeboren werden oder wollen. Es ist, hat was mit uns zu tun. Und hier ist die Verantwortlichkeit deutlich zu erkennen für jeden, der möchte. Ja, ja. Ich würde sagen, ja, Wegbereiter, Vordenker, notwendig. Und es wird nicht reichen. Also schon, dass wir das schon erschaffen sollen. Erschaffen. Und diese Formatfrage, das ist irgendwie, kommt nie so gut an. Die Gewohnheit, sich als spiritueller Mensch zu begreifen, ist so stark gekoppelt irgendwie auf den eigenen Seelenheil, eigene Heilung, eigene Erkenntnisse. Man übersieht dabei den egoistischen Grundriss dieses Konzepts. Ja? Und A. B. Dass es kleinformatig ist. Nicht ich als Welt, nicht ich als Ebenbild Gottes, nicht als ich als Bewahrer des Universums oder zumindest mal des Planeten. Ja? Nicht floskelhaft, nicht im übertragenen Sinne, sondern im direkten Sinne. Mir fehlt dieses Format und das ist auch nicht verwunderlich in dieser Spiritualität im Zuge von New Age und so weiter, dass darauf ausgelegt wurde, geliebtes Erdenkind, lehn dich zurück, du bist so toll, du bist ein Lichtarbeiter, meditiere, singe um und sonst nichts. Ja? Das ist nicht verwunderlich, dass das entstanden ist, aber das ist dermaßen in die Knochen gefahren bei den Spirituellen. Dass man die Idee eines anderen Formats, eigenes Denkens, Wissens, Handelns, so nicht mehr spürt. Ja? Dass ich planetar, kosmisch, historisch Verantwortung trage und ein entsprechendes Bewusstsein dafür haben soll. Und das hängt mit diesem Management des Großen zusammen, hängt mit Macht zusammen. Dieses Format ist sonst nicht möglich, nur philosophisch. Aber dass das erste Format fehlt. Ja, man ist wirklich der kleine Spirituelle. Man kann lieb sein und das ist gang und gäbe. Dass Menschen wirklich gut sind, können auch heilen und sehen Sachen, haben erweiterte Wahrnehmung. Und trotzdem dieser kleine Ich-Spirituelle bleiben. Das ist das eine. Und das andere, ein großes Manko, dass dieser Spiritualität der letzten Jahrzehnte und gar Jahrhunderte den Spirituellen so eine Idee einer physischen Untätigkeit vorgegaukelt hat. Das heißt, man übersetzt das nicht in die Tat, dass in 3D einen Ausdruck finden soll. In den Kontakten mit Menschen, in deinen Realitätssteuerungen für das große Ganze. Es ist irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja? Man denkt, dass eigene Erkenntnisse, Wahrnehmungserweiterung, Erleuchtung, das Ziel wäre. Also es ging dann die ganze Zeit um dich, um deine Erleuchtung. Wenn du das so auffasst und spüre einfach, wie klein und egoistisch das ist, dass diese Formatfrage und Tatfrage, das ist in dieser Spirale der letzten Jahrzehnten ist ausgeschaltet worden, das sehr bewusst. Deswegen, ich sage nicht, dass die Spirituellen verlogen sind von Grundstruktur her, aber die sind durch diese Szenerie, spirituelle Szenerie, so geformt worden, so geprägt worden. Und sie sehen meistens nicht, dass diese große Strömung gelenkt wird. Sie verstehen nicht, warum die Kirche, die alle mittlerweile oder fast alle spirituellen Verlage gekauft hat, schon in den 90ern. Die verstehen nicht, wofür. Dafür, um die Menschen in der Untätigkeit und Kleinheit zu halten. Deswegen, Mainstream, geh in die spirituellen Buchhandlungen und schau dir die Titel an. Was wird gedruckt? Das wird gedruckt. Das dich in allen Sparten abdeckt. Und die scheinen unterschiedlich zu sein. Hier wird Bestellung bei Universum gelehrt und hier werden gute Alien von Plejadian kommen und hier Channelings und so weiter.
unterm Strich bleibt dasselbe. Du musst nicht die Verantwortung für diesen Planeten, für die Geschichte, für die Zukunft übernehmen. Es gibt halt größere Kaliber da. Ob das Buddha, Jesus oder irgendein Ashtar-Kommando. So, lerne, mein Kind. Ne? Bleib lieb. Bloß nicht kriegerisch. Kümmere dich um deine Heilung und Erleuchtung. Wenn du noch nicht ganz heil bist, lerne weiter. Reinige deine Chakren. Und so. Das klingt alles nach verschiedenen, nach großartigem Angebot. Aber in Wirklichkeit, was hier nicht vorhanden ist, das, wovon wir gesprochen haben, Format, Verantwortung, Macht, Managen, Geschichte erschaffen, das ist alles nicht da. Es ist eine große, einlullende Strömung mit 1000 Facetten, wie im Supermarkt. Jeder bekommt das, was er will. Hauptsache, rühre nichts an in dieser Schöpfung. Kümmere dich um deine Erleuchtung, um deine Heilung, um deine. Und so hat man die ganze spirituelle Szene in Jahrzehnten geformt. Und Menschen haben die reale Alternative, das völlig anders gedacht, gefühlt und gehandelt werden kann, nirgendwo gesehen. Mhm. Weil wenn alle davon reden, ne, und die Buchhandlung zeigt ja das, alle reden davon, dann bin ich doch richtig. Das kann doch nicht anders sein. Anders, so wie wir jetzt sprechen. Das wäre wahrscheinlich Dreistigkeit. Wer hat dir gesagt, dass du Recht hast, überhaupt da durchzugreifen? Nein, greif nicht durch. Alles, was ist, ist richtig. Alles, was ich erlebt habe, hat mich dahin geführt, wo ich bin. Ja, klar. Jeder Scheiß führt dich irgendwo hin, wo du dann bist. Aber das solche Floskel suggerieren Menschen, dass die Tat nicht nötig ist. Alles, was mir passiert ist, hat mich hierher geführt. Ja, klar. Kann jeder Idiot sagen. Wie denn auch sonst? Das, was ihm passiert ist, dorthin geführt, wo er ist. Und, aber es klingt nach einer großen spirituellen Weisheit und auch Absolution dafür, dass du nicht groß was getan hast, oder was? Und aus solchen leeren Hülsen besteht diese Massenspiritualität. Und es ist mein flammender Appell an unsere Zuhörer und Zuschauer, weg damit, raus damit. Die Welt braucht eine gute, gerechte Macht. Denker, Täter. Es ist kein Schimpfwort. Täter. Es braucht Tat, Entscheidungen, Format, Management. Ich halte ja spirituelle Weiterentwicklungen für nichts Schlechtes, wenn es eben nicht aufhört, ne? Wenn man sich wieder limitiert. Das ist, man muss sich ja nochmal damit beschäftigen, 60er, 70er Jahre, wie ist das New Age überhaupt entstanden? Und auch da empfehle ich wieder, schaut euch die Protagonisten an, die das sozusagen ja, ins Leben gerufen haben, mit was haben die sich beschäftigt und so weiter. Das ist am Ende auch nichts anderes als ein gedankliches Gefängnis. Ja, es ist doch gut, wenn wir uns auch um uns selbst kümmern, aber eben bitte darüber hinaus. Und zwar, wie du schon sagtest, in einer ganz anderen Skalierung, in einer ganz anderen Größenordnung. Ich glaube sogar, dass es eigentlich eher so ist, dass wenn du dich in diesen größeren Sphären bewegst und dort die Verantwortlichkeit siehst, dass ja genau von dort die Kräfte kommen, damit du von mir aus gesund bist, damit du von mir aus das auch machen kannst, damit du in der Lage bist, diese Arbeit zu leisten und so weiter. Also es ist genau umgedreht. Je höher ich denke oder je größer ich denke, fühle, mich verantwortlich fühle, umso mehr habe ich doch dann am Ende auch die Power, die von genau von dort ja auch kommt. Ja? Und das ist eben dieser... Der New Age-Quatsch, den man uns letzten Endes erzählt hat. Ja, kümmere dich nur um dich und deinen Seelenheil und dann ist schon alles in Ordnung. Ja, aber was ist denn dann? Ja, es gibt ja noch ein paar andere Seelen und darf ich für die keine Verantwortung übernehmen? Ja, und alles ist beseelt, das wissen wir. Also auch diese Welt, die Welten, Universen, das ist letzten Endes alles in dieser Struktur eingebettet. Also sind wir auch Teil dessen. Und ich sehe das da auch so wie du letzten Endes und bin froh, dass du diesen Appell doch in deiner unvergleichlichen und unverwechselbaren Art auch hier nochmal zum Besten gegeben hast. Halte ich nämlich auch für wichtig. Was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Ja? Es geht nicht darum, selbstlos jetzt märtyrerhaft hier irgendwie für die Welt Dienst zu leisten. Es ist nicht märtyrerhaft. Du bekommst Support. Gerade in diesem Modus bekommst du Support. Weil solange du einfach nur für dich was tust, wieso? Wieso denkst du, dass jemand da kommt und dir hilft? Wofür? Du machst nichts für die Welt, aber dir wird geholfen. Jetzt kommt unbedingt, aber das muss schon Jesus sein oder Erzengel Michael, die mir meine Sorgen da regelt. Oder was? Sie haben sonst nichts zu tun, als dich ein bisschen glücklicher zu machen. Also du bekommst Support, wenn du was für die Welt tust, real. Ja?
wenn du nur darauf aus bist, dass du Support bekommst, dann bekommst du keinen Support. Du bekommst deine Entwicklung definitiv als Kollateralgewinn in diesem Prozess. Wenn du aber darauf aus bist, ich tue so, als würde ich der Welt jetzt helfen und dann komme ich vielleicht in bessere Erkenntnisse oder jemand wird mir was channeln, dann bekommst du das nicht. Das muss schon reines Herzens geschehen. Wenn das reines Herzens läuft, wenn du deine nicht in die Macht gehst, sondern Macht praktizierst, das sind Taten. Was ist Macht ohne Tat? Was ist Macht, wenn es nicht gemacht wird? Dann gibt es keine Macht, weil es Macht gemacht wird. Wenn du nichts machst, dann gibt es keine Macht. Und keine Wirkung. Deswegen kann man nicht in die Macht kommen. Und auch in die Kraft nicht kommen. Kraft ist eine Energie. Energie ist etwas Fließendes. Das heißt, ohne Tat gibt es gar keine Energie. Das gibt es nur Potenzial. Also man kann in die Kraft und in die Macht nicht kommen. Man kann Kraft praktizieren, ausüben. Und die Macht auch praktizieren, ausüben. Dann sind diese waltenden Phänomene, haben eine Substanz. Davor ist es nur ein Potenzial. Also du gehst mit deiner Machtverantwortung, Weisheit in die Tat hinein, tust was und dann hast du dadurch definitiv deine Erkenntnisse, deine Meisterschaft, dein Support, Hilfestellung und so. Dann bist du ein Spieler, weil du dich da eben den Schuh dir angezogen hast und in die Waagschale geworfen. Kommt alles, aber spekuliere nicht darauf. Es kommt definitiv. Es kommt viel mehr, als du in deiner jahrzehntelangen Suche nach Seelenheil träumen kannst. Die Welt ist gewaltig. Die Spieler sind da und sie warten darauf. Leuchtet jemand da im Hyperraum auf, der wirklich auch was machen will? Oder kümmern sie alle um ihren eigenen Nabel? Die sind uninteressant für all die große Bewusstheine da draußen, die gibt es. Sie würden dich gerne unterstützen, wenn du was tust. Nicht nur für dich. Es ist definitiv kein Verliererspiel. Kein, oh, jetzt habe ich zu viel gegeben der Welt. Du wirst niemals trocken bleiben. Du wirst genug bekommen, aber spekuliere nicht drauf. Hm. Es ist immer wieder schön, auch für mich, muss ich sagen, immer wieder gerne auch nochmal erinnert zu werden an so ein paar wesentliche Dinge, an denen wir uns doch durchaus täglich orientieren dürfen. Und wir alle lassen uns ein bisschen von dem Theater da draußen ein Stück weit natürlich ablenken und vergessen so ein paar wesentliche Punkte letzten Endes. Deswegen ist es immer wieder erhellend und auch sehr erfrischend und erneuernd, möchte ich sagen, mit dir in den Austausch zu gehen. Und ich würde dich, du hast die letzten paar Minuten, falls du noch was ankündigen müsstest. Gibt es ein neues Buch, gibt es einen neuen Vortrag, trefft ihr euch wieder in Gemeinschaften und so weiter und so fort. Wo findet das denn statt? Wo kann ich mich beteiligen? Das ist ganz sicherlich für den einen oder anderen Zuschauer jetzt noch eine wichtige Info. Ja, nach Jahren schon habe ich mich entschlossen, noch einen großen Vortrag in Wien zu halten. Das ist Samstag, 29. Oktober. Wir sind ausverkauft, ausgebucht. Es ist, es gibt eine Warteliste und es ist jetzt auch zum Zeitpunkt, wo die Sendung rauskommt, wird wahrscheinlich nicht mehr technisch möglich sein, für die Leute dabei zu sein. Aber wir planen eine Live-Übertragung über eine Plattform da im Internet und da wird auch ein Video danach geben. Also wer Interesse hat, an diesem Vortrag sozusagen live dabei zu sein, das sind 4 Stunden mit 20 Minuten Pause in der Mitte, der kann ruhig auf meine Website rasadin.de gehen. Da werde ich diese Ankündigung Link machen, wie man da reingeht. Das läuft über eine spirituelle Plattform, das kostet was, aber später werden Ausschnitte daraus auf YouTube veröffentlicht, auf jeden Fall. Wie viel werde ich schauen? Also das ist die Einladung über rasadin.de, kann man sich da einklinken. In die Sache. Mhm. Ja, auch für mich nochmal der Hinweis, altera.tv ist der YouTube-Kanal und in der Tat sieht man dort sehr häufig auch Ausschnitte aus deinen Vorträgen und generell auch, wenn dir was auf der Seele liegt, findest du dort oft sehr deutliche und klare Worte. Ist etwas, was ich mir auch immer wieder sehr gerne anschaue. Wie gesagt, weil es so eine gewisse Rückerinnerung wieder an essentielle Dinge bringt
und uns alle, glaube ich, so ein Stück ein bisschen aus der Trivialität holt. Insofern vielen, vielen Dank auch für euer Schaffen, Wirken, dein Wirken, euer Team und so weiter. Beste Grüße natürlich an euch. Und dir danke ich wie immer, dass du dir Zeit genommen hast und wir dieses kurze Interview heute führen konnten. Ich danke dir, Patrick, vom Herzen. Es ist immer ein Genuss für mich, dich zu sehen, mit dir zu sprechen. Es ist spürbar gute Resonanz da und ich glaube, das Gespräch entsteht in der Klarheit und Intensität durch deine Einwirkung und Leitung. Ich danke dir. Vielen Dank, kann ich sehr gerne annehmen und gebe ich gerne weiter. Gut, dann sehen wir uns sicherlich zu gegebener Zeit auch mal wieder auf unserem Kanal. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen tollen Vortrag, auch wenn er zum Erscheinen vermutlich schon durch ist. Aber habt Spaß, rockt die Hütte wie immer. Ich weiß, wie es dazu geht, war ja schon mal ein paar mit dabei und ich wünsche allen viel Spaß auf jeden Fall dabei. Und natürlich die wichtigste Tatsache, die richtigen Erkenntnisse und Handlungsimpulse, die sollen natürlich am Ende eigentlich da übrig bleiben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Patrick, und ich wünsche uns allen, meine Lieben, alles Gute in dieser stürmischen Zeit. Es ist als kosmisches Abenteuer zu betrachten. Wir sind keine Opfer, wir sind Täter im positiven Sinne. Und dabei soll es bleiben. Wir werden es schon rocken. Davon gehe ich aus. Liebe Zuschauer, vielen Dank. Schreib mir deine Eindrücke und deine Impressionen gerne unter das Video, egal auf welcher Plattform. Wenn du möchtest, darfst du natürlich gerne abonnieren. Dir danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche dir auch eine schöne Zeit bis zur nächsten Sendung. In diesem Sinne, ciao.